So, und da sind wir wieder mit dem nächsten Teil im Zeppelin bei Liz wieder angekommen. Und ich bin jetzt gespannt, was wir in dieser netten Unterhaltung so alles erfahren. In nur einer Stunde was? Wie bitte? Dr. Celsius, der Schmerz wird in kaum einer Stunde vergangen sein. William A. Fitzrandolph, in kaum einer Stunde werden Sie meiner Meinung sein. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich auch nicht, aber ich werde es erfahren. Was wollen Sie von mir? Sie scheinen immer zu wissen, was ich sagen werde. Und jetzt können Sie es nicht erraten. Sie wollen mir einen 1000 Liter Kühlschrank schenken. Sie wollen mich umbringen, Sie wollen mich... Na, jetzt flötet die. Ich will ihre Bio, mir ist egal. Was... Sie wollen mich umbringen? Niemals. Ich schätze Sie sehr. Sie wollen mir einen 1000 Liter Kühlschrank schenken. Nichts liegt meiner Absicht ferner. Glauben Sie mir. Sie wollen mich besser kennenlernen. Das habe ich vor. Aber das ist nicht mein Hauptgrund. Ich soll Sie interviewen. Dafür müsste ich einfach Ihre Zeitung anrufen. Ich soll Ihre Biografie schreiben. Verwirrend. Haben Sie Interesse? Ich zahle gut. Sie werden sich in den höchsten Kreisen bewegen und... Nein, ihretwegen, weil Sie in Ihrer eigenen Biografie nicht wie ein Schwein dastehen wollen. Natürlich nicht. Dann vergessen Sie es. Ich mag keine Lügen. In kaum einer Stunde wird es zum Lügen keinen Grund mehr geben. Mir ist egal, was Sie von mir wollen. Eieiei. Sie, Ihr Besitztum, Ihr Ego, reden wir darüber. Ist der auf dem Bild hinter mir eine retuschierte Version Ihrer selbst? Mein Großvater. Ein guter Mann. Er schaffte es bis in den Kongress. Er sieht nicht wie ein Monster aus. Nein, mein Vater auch nicht. Aber als er meine Mutter heiratete, die Haut wie meine hatte, wurde er zum gesellschaftlichen Paria und verlor alles. Jetzt wissen Sie, warum ich aus einfachen Verhältnissen stamme und warum das nicht mein Platz war. Zugegeben, aber ich möchte Ihre Biografie immer noch nicht schreiben. Kommen wir zum wichtigsten Teil. Was ist mit Big Orbert? Spezifizieren Sie. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. In kaum einer Stunde werde ich Ihnen erzählen, was Sie wollen. Aber was hat das mit dieser Stunde auf sich? Hat Big Orbert etwas mit... Jedes Monster, das etwas auf sich hält, hat mit der Neuausrichtung zu tun. Und jetzt auch Sie. Was haben Sie mit Big Orberts Gehirn vor? Machen Sie sich darum keine Sorgen. Sobald wir den Körper finden und ihn wiederbeleben, wird es Big Orbert besser als je zuvor gehen. Was hat Dan Murray hiermit zu tun? Sehr wenig, hoffe ich. Er ist ein guter Kerl. Und es wäre ungerecht, wenn er leiden müsste. Eieiei. Welche Richtung wird die MKO zukünftig nehmen? Wir werden das Horrorgenre hinter uns lassen. Von jetzt an werden wir Familienfilme drehen, Kinderfilme, romantische Komödien, Musicals. Da ist noch was. Was ist es? Geduld, meine Dame. Morgen werden Sie es wissen. Sie und alle anderen. Oder in einer Stunde. Was hat Big Orbert in Ihrem Büro gesucht? Ich werde Ihnen sagen, was er fand. Probleme. Thema erschöpft. Was gibt es zum Abendessen? Das weiß ich nicht. Aber wenn Sie etwas Bestimmtes wünschen, sagen Sie es mir einfach. Ich trage dem Koch auf, es für Sie zuzubereiten. Wie nett. Okay. Die kann jetzt einfach aufstehen, oder was? Balkon. Ach, wie nett. Damit öffnet man die Balkonkuppel, falls das Ding so funktioniert wie im Zeppelin des Abenteurers Jack Simmons. Ich habe ihn neulich interviewt. Ah, okay. Verstehe. Was macht er da? Er ist faltbar. Man sieht es nicht, aber ich weiß es. Er erinnert mich an Stacy, meinen ersten Babysitter, aber in klein. Was ist denn... Ach, Servierwagen. Und wir raten Ihnen dringend, keine Möbel aus einem Raum zu stehlen, dessen Besitzer in Sichtweite ist. Aus Perry Hickok und Richard Smith, Stehlen ohne Reue, Seite 131, Absatz 5. Danke. Kamin. Er ist aus.
In einem Zeppelin? Nein, ich werde ihn nicht anmachen. Sicher ist er nur Deko, wie die Blumen auf der Party. Ein früher Turner. Ein guter Mann, Senator und so. Der Großvater meines Entführers. Irgendeins. Etikette, Diplomatie und anderes Gedöns, um jemand zu werden. Von Sir Anthony Grant. Keines der Bücher interessiert mich besonders. Okay, das. Was haben wir da? Es gibt zwei Tresore. Aber mich interessiert nur der obere. Da ist Big Orberts Gehirn drin. Ah? Mein Plan ist klar. Zuerst werde ich Fitz Randolph außer Gefecht setzen. Dann raube ich das Gehirn aus dem Tresor. Ich bin eben ordentlich. Natürlich. Und das sagt sie alles so schön laut. Er ist faltbar. Nein. Da war doch gerade... übler Typ. Dem werde ich's zeigen. Sie ist fast ein Teil von Fitz Randolph. Okay, was haben wir irgend... Was ist das? Handschuh? Ich habe beschlossen, ihn nicht anzuziehen. Eieieiei. Okay, ich denke mal, dann sind wir hier... Anregendes... Was? Angrenzendes Zimmer. Oder anregendes Zimmer. Ach, da ist ja Obi knuffig. Der ist vielleicht beschäftigt. Hallo, Adrian. Hallo. Woher kennen Sie meinen Namen? Weiß nicht. Heißt du Adrian? Ja. Gut, dass wir uns das Vorstellen ersparen können, nicht? Aber ich kenne deinen Namen nicht. Ich bin Liz. Wenn du es errätst, gebe ich dir einen Kuss. Ich könnte es nie im Leben erraten. Oh, bei der Menge Küsse, die ich noch übrig habe. Was machst du da? Gebäck? Dekonstruktion. Kunst- und Molekularküche. Die sehen aus wie Spritzgebäck. Es sind panierte Kakaoschwämme mit Natriumalginsäure und Melonensaft abgeschmeckt. Hört sich nicht besonders lecker an. Du bist mir sympathisch. Weißt du weswegen? Der Mütze wegen. Ich trage sie, weil ich Chefkoch des Zeppelins bin. Ich mag sie. Sie ist albern, steht dir überhaupt nicht und bringt mich zum Lachen. Danke. Wenn du Chefkoch bist, warum stehst du auf dem Flur? Weil ich mich mit dem Rest des Küchenpersonals nicht gut verstehe. Weder genießen sie die gastronomische Kunst, noch halten sie sich für Autoren ihrer Kreationen oder bringen Begeisterung für ihre Arbeit auf. Man entmenschlicht die Küche. Da er ja auch ein Mensch ist. Adrian der Koch. Kurzbiografie und Interessen. Ich bin Koch. Ich koche gerne. Ich liebe das Kochen. Ich kreiere... Irgendetwas, was nicht mit der Küche zu tun hat? Abwechslung ist das Salz des Lebens. Danke. Nein, gar nichts. Naja, ich habe eine Kältephobie. Angst vor Kälte? Vor Kälte. Vor Kälte? Vor Kälte. Vor Kälte, ja, sagte Liz und beschloss im selben Moment Adrian beim Überwinden seiner Phobie zu helfen. Na, ich bin eine erbärmliche Köchin. Kennst du irgendwelche einfachen Rezepte? Klar doch. Was willst du kochen lernen? Ach, allmählich gehe ich aus dem Lab. Ich muss etwas Süßes, süß, sehr süß, eine... Eine Cholesterinbombe. Kartoffelomelette. Mit einer Mischung aus Tintenfisch und Schweinewurst gefüllt. Mit Bohneneintopf mit in Schweineblutwurst frittierten Würstchen serviert. Das ist eine besondere Art spanischer Tapas. Die lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen, können aber auch das Cholesterin zum Überlaufen bringen. Allmählich gehe ich aus dem Leim. Ich muss abnehmen. Extrakt aus entfettetem Kopfsalat mit Gurkenschaum aus der Zentrifuge und einer Prise vaporisiertem H2O. Man benutzt es auch, um Luftballons aufzublasen. Oh Gott. Etwas Süßes. Sehr süß sogar. Gezuckerte Sugu-Pastete und Kanten aus Brausepulver, mit pulverisierten Schokolinsen glasiert und in einem Käfig aus Karamellstangen serviert. Nur unter ärztlicher Aufsicht einzunehmen. Nichts. Wow. Wow. Und sie sehen wie Spritzgebäck aus. Die Texturisierung der Gasblasen in den Ingredienzien wird durch die subtilen Abrundungen, die ich durch die Backform hervorhebe, gesteigert. Was hältst du davon?
Ich halte sie für Spritzgebäck. Mit der Spritze flöße ich der Kombination Fenchelextrakt ein, das beim Gaumenkontakt wie Geschmacksperlen explodiert. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ja, ja, ja. Ein Bild von... Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Meine Dame, was haben Sie? Macht Ihnen etwas Angst? Hallo. Nein, doch. Aber lassen Sie mich. 20-12-1-4. Was für schöne Gardinen. Auf Wiedersehen. Verwirrt. Mach aus einer Mücke kein Elefantenkind. Kein Drama, bitte. Es ist ein Krokodil. Ein Krokodil, ja. Aber auf dem Bild sieht man sehr deutlich, dass es nicht mehr lebt. So ist es gut. Beruhige dich. Alles klar? Alles klar. Ich glaube, da hat jemand Angst vor Krokodilen. Ich sehe gar nichts, was mich interessieren könnte. Okay. Da will ich noch nicht rein. Falscher, kann man den nehmen. Wenn ich ihn herumschleppe, wäre es, als ob ich vorhätte, abzustürzen. Ich weiß, dass Pannen witzig sind, aber ich habe keine Lust auf Ups. Ja, was? Okay. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich auch keine Lust, alles so genau zu nehmen. Genau. Was ist das? Wendeltreppe. Wenn da nur die Mittelstange wäre, dann könnte aus Liz Allaire die Feuerwehrjournalistin werden. Für Zwiebeln, für Schinken, für Brot, für Leberwurst. Und eins zum Mitnehmen. Das ist noch das harmloseste Messer. Hat hier das größte genommen? Nein. Es klingelt nicht bei mir. Und auf dem Schildchen sieht man nur das Gekritzel eines gestressten Zeichners. Der ist herrlich gebaut. Aber ich bin eine Dame. Damen fassen nichts an. Aha. Okay, fangen wir hier rechts an. Wieso ruckelt das Spiel jetzt schon wieder so? Ach, die Kälte. Ist das kalt? Ich habe ja auch mehr als den Hals offen. Ich gehe keinen Schritt weiter. Was ist das jetzt schon wieder? Sein Stil ist unkonventionell, aber die Brille ist hübsch. Ich könnte einen Ski oder einen seiner Stöcke nehmen, aber das scheint alles festgefroren zu sein. Ich lasse es lieber. Okay. In der Kühlkammer, von oben nach unten und von links nach rechts. Languste, Krebse, Kaviar, blauer Beutel, Krebschapp, Meerwasser und Kisten mit, was weiß ich. Auf dem Boden, Kisten voll Surimi. Und hier, kubanische Krebse. Ich will nichts davon. Eigentlich schon, aber ich werde nicht diejenige sein, die hier reingeht. Echte kubanische. Ich habe keinen Hunger. Okay. Ach, gucke an. Jetzt, warum können wir denn jetzt hier alles einzeln anklicken? Warum mag meine Schwester Anne-Marie die Kluge ihn so sehr? Einfach, weil er teuer ist? Rot ist er nicht. Ich will das Ding nicht. Ja, okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wo geht's hier hin? Auf der Ebene befindet sich bestimmt der Laufsteg, der zum Fahrstuhl führt. Der, mit dem mich Dr. Pausbacke zum Zeppelin brachte. Da können wir einfach so runter? Halt, Fremde! Ach, wie nett. Ein Western-Roboter. Willst du das Blei aus meinem Revolver schmecken? So geht das aber nicht. Wo bleiben denn deine Manieren? Ich habe keine Manieren. Ich habe Befehle. Von Sheriff Fitz Randolph. Ich wette, du lässt mich auf den Laufsteg. Beim Kaffernbüffel, nein! Du schmutzige Viehdiebin. Schon gut, schon gut. Ich finde schon einen Weg, hier rauszukommen. Ach, habe ich mir doch was gedacht. Da, okay, gehen wir da rein. Angrenzendes Zimmer. Was haben wir denn hier? Ach, schon wieder so viel. Die Kiste bewegt sich. Ist das nicht Deep Dean, das Monster aus 20.000 Meilen unter Wasserangst? Den rühre ich nicht an. Wie Wilson Siebenfinger genau weiß, darf man das untere Loch niemals mit der Hand verschließen. Aufdringlicher Typ. Feuerwaffen machen Lärm und ich habe Kopfschmerzen. Ja. Die werden von Minute zu Minute stärker. Nimm eine Aspirin. Nein, diese Waffen sind viel zu auffällig. Okay.
3 verwenden Patronen und eine nicht. Aha. Diese, die keine Patronen braucht. Ich darf mir keinen Lärm erlauben. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Nein, sie sind kostbar, aber sehr alt und wenig vertrauenserweckend. Okay, das ist alles. Oha, dieser Lärm ist unverkennbar. Ein malaiischer Argusfasan. Das arme Ding hat es so schwer, sinnierte Liz. Ich würde ihm so gern helfen. Das Blöde ist, ich traue mich nicht, ihm zu nahe zu kommen. Toll. Ich würde liebend gern die Kiste runterholen, aber bei dem hysterischen Fasan traue ich mich nicht. Okay, was gibt's denn hier sonst noch? Dieses Monster ist aus Todeshauch 2, aber ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Und das, obwohl ich ihn mal interviewt habe. Den rühre ich nicht an. Was? Zielscheibe. Die Zielscheibe? Dieses Schächtelchen... Na! Betäubungspfeile von Schnitzler. Mega stark. Wirken sofort. Ah! Genau. Das ist eine Pistole für Betäubungspfeile. Na, Herz. Zerreißend. Okay, was haben wir da? Es liegt voll Zubehör für eine zünftige Bergtour. Das da. Warum? Ich weiß nicht. Oder doch? Egal. Wer? Du machst mir keine Angst, hörst du? So, dann haben wir doch etwas, womit wir einen gewissen Herrn außer Gefecht setzen können. Wie komme ich jetzt da hin? Da ist er. Stellen wir uns mal hier hinten hin. Dann Hokus Pokus Fidibus. Damit käme ich nie durch seine Dickhaut. Ach. Shitte. Aber Moment, was ist denn? Moment. Gehen wir hier raus. Raus. Was ist denn, wenn wir den Fasan damit betäuben? Ich war Vizemeisterin des Mendelssohn-Clubs, aber jetzt werde ich schießen, als ob ich Erste werden wollte. Ah, dadurch können wir nämlich ihn beruhigen. Aber wozu ist das dann? Ja, ist klar. Oh. Und so beruhigte Liz den gefährlichen malaiischen Argusfasan. Okay, und jetzt? Mir ist egal, wie tief der schläft. Ich werde die Kiste nicht öffnen. Aber den Gürtel um die... Kiste. Meiner. Aber wie viele Kopffedern hat der denn? Ich dachte, malaiische Argusfasanen hätten nie mehr als 7. Okay, Freunde, die Zeit ist erreicht und ja. Dann machen wir hier mal Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Dranbleiben, es lohnt sich auf jeden Fall. NRW bei 18, adieu.